Hallo alle zusammen. Wir warten noch kurz ein paar Sekunden, bis wir anfangen. Wir sehen, dass gerade immer noch mehr Leute dazukommen, was sehr, sehr schön ist. Das ist immer cool. Man sitzt hier und wartet. Habe ich auch gerade gedacht. Darf jetzt auch keinen Tee mehr trinken. Warum nicht? Weil ich dann immer auf Toilette muss. Das ist ganz. Ah, ja, das Problem kenne ich auch, das stimmt. Cool. Aber ich habe eine tolle Tasse. Guck mal hier, da steht drauf. It's all about being connected. Ne? Die ist von euch bestimmt, oder? Nur. Ja, Sehr cool. sie, guck. Ah, perfekt. Naja. Ja, auch noch irgendwo eine stehen, aber nicht am Start. Schlecht Ja. vorbereitet. Ach, es gibt ja auch so viele, viele Versionen schon mittlerweile davon, ne? Okay, cool. Die Anmelde- oder die Teilnehmerinnenzahl bleibt jetzt einigermaßen gleich. Insofern können wir, glaube ich, starten. Ich begrüße euch alle ganz, ganz herzlich zu dem heutigen Webinar mit Tanja und Antje von den Business Moms. Werden uns gleich alle nochmal vorstellen zu dem Thema erfolgreich durchstarten als Mutter. Best Practices und Herausforderungen. Super relevantes Thema, weil wir wissen, dass Gründen erstens natürlich total cool ist, zweitens auch als Elternteil sehr viel Sinn machen kann. Da werden wir gleich noch drüber reden. Und die beiden, die da wirklich die absoluten Experten sind, sind Tanja und Antje. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank. Wir Danke. freuen uns auch. Genau, wie gesagt, wir stellen uns da einmal vor. Dann vielleicht ein bisschen grob zum Ablauf, wie wir das heute geplant haben. Ich werde die beiden interviewen, eben zu genau diesem Thema. Sie werden erstmal ein bisschen was über sich selber erzählen. Dann gehen wir so Herausforderungen, aber auch Chancen natürlich einmal durch. Wir würden euch alle einladen, uns auch eure Fragen zu stellen. Und zwar gibt es da unten den Bereich F und A oder wenn ihr ein englisches System habt, dann Q&A. Dass ihr das bitte nutzt. Wir werden, wenn es direkt zum Gespräch passt, die Fragen auch im Gespräch beantworten. Ansonsten haben wir gegen Ende dann noch dedizierte Zeit für Q&A und nehmen uns euch da euren Fragen an. Genau, starten wir. Antje, Tanja, stellt euch gerne mal vor, was macht ihr? Antje, fang an. Okay, alles klar. Also ich bin selbstständig seit mittlerweile 12 Jahren und bin systemische Coachin. Das heißt, ich gebe Workshops vor allen Dingen und Coachings. Und zwar sind meine absoluten Fokusthemen Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Überraschung, Stressbewältigung, Selbstmanagement. Und ja, seit 2 Jahren ist in meiner Arbeit eine körperliche Komponente dazu gekommen. Das heißt, ich arbeite seit 2 Jahren auch mit Breathwork, also mit dem Atem. Und das ist ein ganz wunderschönes Tool, was mein eigenes Leben, aber auch meine Arbeit sehr bereichert hat, weil gerade Stress können wir nicht nur auf der kognitiven Ebene lösen, sondern da brauchen wir den Körper und da ist Breathwork oder der Atem ein ganz, ganz schönes Tool. Genau. Das heißt, ich gebe Workshops, Atem-Sessions, Coachings. Genau. Ja, hey, ich bin Tanja Haberkorn. Ich bin seit 8 Jahren selbstständig und meine Leidenschaft ist die Buchhaltung. Da wird jetzt der ein oder andere sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Buchhaltung. Aber ich habe total Spaß und Freude daran, gerade dir als Selbstständige oder als Selbstständiger zu zeigen, wie cool Buchhaltung eigentlich sein kann und was für einen großen Sinn es hat, wenn du es auf stabile Füße stellst, vor allem für dein eigenes Business. Und das mache ich mit großer Leidenschaft und Lust und Freude in so kleinen Webinars. Und im Januar plane ich da auch was ganz Spannendes, weil ich möchte dir nämlich ein kleines Date mit deiner Buchhaltung verschaffen. Und ich bin sehr gespannt, wie das wird. Sehr cool. Also, wer gerne Unterstützung braucht für Buchhaltung, kann sich an Tanja wenden. Wer
Hilfe braucht bei Stressbewältigung oder auch Öffnung des Körpers alleine durch den Atem, ist bei Antje sehr gut aufgehoben. Und zusammen macht ihr mit zwei anderen Frauen ja noch was. Was macht ihr da? Genau, wir haben vor 8 Jahren die Business Moms ins Leben gerufen. Das ist ein Netzwerk für selbstständige Mütter. So, es gibt ja sehr, sehr viele Netzwerke, auch gerade für selbstständige Frauen. Aber wir haben gesagt, so, die Mütter haben ja noch mal ganz andere Herausforderungen und die haben wir am eigenen Leibe gespürt oder selber gemerkt, wie wir uns selbstständig gemacht haben. Also ich habe mich vor 8 Jahren selbstständig gemacht. Mein Sohn war damals 2. Und ich habe in einer Hebammenpraxis eine andere Frau kennengelernt, die Helen, auf dem Flohmarkt für Babyklamotten. Und wir haben uns unterhalten. Ich mit meiner Buchhaltung, sie mit Suchmaschinenoptimierung. Und wir kamen ziemlich schnell darauf, also irgendwie, wir müssen uns irgendwie besser vernetzen, wir müssen uns austauschen, weil ich hatte keine Ahnung von Webseiten, sie hatte keine Ahnung von Buchhaltung. Und so ging das eigentlich auch schon los. Und damals gab es in Hamburg, ich versuche es mal ganz kurz zu machen, weil das ist eine schöne, lange Geschichte, zu der Antje auch gleich noch was sehr Schönes sagen kann. Gab es in Hamburg ein Netzwerk, die Mompreneurs. Die gibt es auch heute noch, aber damals in Hamburg gab es auch noch so Meetups und ganz viele Veranstaltungen. Und da sind wir einfach mal hingegangen und da habe ich auch die Antje kennengelernt. Und das war nämlich so ein wunderschöner Moment, weil wir uns plötzlich in einer ganz anderen Welt bewegt haben, in der wir verstanden wurden. Ja, in der war plötzlich alles so. Es ist eben nicht immer nur Business, 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 sondern dazu gehört auch noch ganz viel Familie und das Ganze drumherum. Und jetzt kommt Antje mit so einer sehr schönen Geschichte, wie sie es erlebt hat, wie sie diesen Raum betreten hat, Antje. Wir waren auf derselben Veranstaltung damals vor 8 Jahren. Erzähl mal. Ja, also ich weiß noch, dass ich hatte damals meinen Sohn dabei, den zweiten, ich habe 2 Kinder. Das ist übrigens auch ganz typisch, wenn wir uns irgendwo vorstellen. Wir heißen Business Moms, wir vergessen aber sehr häufig zu erwähnen, dass wir Kinder haben. Also ist ja auch Common Sense, irgendwie alle wissen das, aber es ist immer so lustig, dass die Leute dann sagen, ja, ich habe auch zwei Kinder oder drei oder so. Weil wir einfach in dem Moment eben bei den anderen Frauen und bei unserem Business sind. Also ich habe 2 Kinder und als der zweite, ich glaube, der war noch nicht mal ein Jahr, hatte ich mich gerade selbstständig gemacht und war auch lost. Ich dachte, okay, wie macht man das jetzt? Und dann war eben diese Veranstaltung da und ich komme mit meinem Kind, das ich noch gestillt habe, auf dem Arm da rein und ich dachte, oh mein Gott, es gibt noch mehr, die sind wie ich, ja. Also da waren viele Frauen mit Kindern und es war eine total wunderschöne Stimmung im Raum. Also es war so eine, ja, wirklich Aufregung, aber so ganz positiv, ganz viel Wärme und ganz viel, wir schaffen das zusammen, wir gehen die Herausforderung gemeinsam an. Und das war, in dem Moment habe ich gedacht, okay, ich habe meinen Tribe gefunden. Und die Mompreneurs gibt es nicht mehr, aber all die Frauen, die damals da waren, also nicht mehr in der Form in Hamburg, die gibt es schon noch, haben wir genommen, Tanja und Helen damals und noch ein paar andere beherzte Frauen und haben die überführt in die Business Moms. Und das ist immer noch genau derselbe Vibe, wenn man bei uns reinkommt. Also wirklich sehr spitzend, sehr wertschätzend, sehr auf Augenhöhe. Ja, weil Sehr dieser Ort cool. einfach plötzlich weg war, ne? Also der war ja einfach, also weil die Mompreneurs halt gesagt haben, wir können das in der Form in Hamburg nicht mehr machen. Und Helen und ich dann wirklich da gestanden haben mit noch einigen anderen Frauen und gedacht haben, so, nee, also Moment mal, das ist doch jetzt hier unser Ort. Also nehmt uns das doch jetzt bitte nicht weg. Und dann haben wir eben, wie Helen, wie Antje gerade schon sagt, einfach gemacht, komm, wir machen jetzt ein eigenes Ding, wir trommeln jetzt all die Frauen, die wir hier kennengelernt haben, nochmal in einem Café zusammen. Und so sind die Business Moms im Grunde entstanden. Und wir haben dann auch relativ schnell halt einen Namen gefunden. Ich habe diesen kleinen Zettel auch noch, wo wir diese Namensfindung gemacht haben. Da waren lustige andere Namen dabei. Das war ein bisschen witzig. Und ja, seitdem läuft es eigentlich einfach gut. Und uns gibt es jetzt seit 8 Jahren. Und es war einfach sehr, sehr, sehr richtig, dass wir das damals einfach weitergemacht haben. Sehr cool. Ihr habt ja schon ein bisschen, seid ja schon ein bisschen drauf eingegangen, was euch der Raum gibt und warum es so wichtig ist, dass es diesen Tribe ist. Aber vielleicht könnt ihr auch nochmal inhaltlich ein bisschen drauf eingehen, warum braucht es so ein Netzwerk? Ja, ich bin damals ja losgegangen und das war jetzt nicht das einzige Netzwerk-Event, wo ich gewesen bin, aber es war das erste, wo ich mich tatsächlich verstanden gefühlt habe. Das liegt, wie Tanja eben schon gesagt hat, in den Herausforderungen, an den besonderen, die wir als Mütter haben. Netzwerke, warum braucht man Netzwerke generell? Natürlich für Erfahrungsaustausch, voneinander lernen, sich ab einem gewissen Punkt natürlich auch weiterempfehlen, sich gegenseitig ne, Jobs verschaffen. Das kommt meistens aber erst
bisschen später. Was bei uns aber natürlich das Ding war, oder was ich auch gemerkt habe bei diesen ganzen anderen Netzwerken, gerade wenn Menschen sich selbstständig machen, dann geht es so zack, zack, ich habe eine Idee, dann schließe ich mich 3 Tage irgendwo ein, dann bringe ich die 5 Tage später raus und bin am Markt. So. Da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, ich hatte irgendwie am Anfang, ich hatte 3 Stunden Zeit am Tag, wenn überhaupt, ja. Also es kam überhaupt nicht in Frage und da habe ich mich relativ schnell gehängt gefühlt und habe auch gedacht, so, also das mit mir und der Selbstständigkeit, das kann ja nichts werden, ja, wenn ich hier die ganzen anderen Menschen sehe. Und das hat mich eher unter Druck gesetzt. Und da war es einfach total schön, einen Ort zu haben, wo es dieses ganze Wissen gab, ja, da kommen ja unheimlich viele Gewerke zusammen und gleichzeitig aber so ein tiefes Verständnis dafür, im Zweifel kommt die Familie an erster Stelle. Ja, also reden wir auch gleich nochmal drüber, dass das natürlich auch eine Gefahr sein kann, wenn die Familie immer an erster Stelle kommt. Aber wirklich dieses tiefe Verständnis füreinander, manchmal geht es eben nicht, ja, weil das Kind krank ist oder was auch immer. Und einfach eine sehr große Herzlichkeit. Also die habe ich in wenig anderen Netzwerken gefunden tatsächlich. Ja, zumal wir uns ja auch, wir glauben ja auch aneinander. Also vielleicht kennt die eine oder andere das ja auch, wenn man sich selbstständig macht, dann gibt es nicht nur Menschen um einen herum, die da auch den Daumen nach oben heben, sondern die das so ein bisschen belächeln vielleicht und sagen so, ach Gott, jetzt macht sie ihr Hobby auch noch zum Beruf, jetzt will sie damit auch noch Geld verdienen und will Kuchen backen. Naja, ob das was wird, weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau. Und dann braucht es doch aber auch eine Gruppe von Menschen, die eben nicht Familie, Freunde sind, die einen natürlich beschützen wollen, die denken so, oh Gott, was hat sie denn da jetzt vor? Sondern eine Gruppe von Menschen, die auch ernsthaft sagt, du pass mal auf, weiß ich jetzt nicht, oder hey, super, das ist eine tolle Idee, starte doch durch, ich gebe dir was an die Hand und so weiter. Und das habe ich eben auch oft erfahren und erlebt, dass Frauen kommen, die so ganz unsicher sind und die noch mal so einen kleinen Schubs brauchen. Ich finde es so stark, ne? Also wie ihr beide das erzählt, weil ich glaube, es geht tatsächlich überall darum, ja. Also vor allen Dingen, weil man sich selbstständig macht, ist ja schon überhaupt erstmal quasi, dass man häufig einfach belächelt wird. So, was machst du da jetzt? Und es kann ja eigentlich nichts werden. Also Deutschland ist ja leider jetzt nicht das Unternehmer freundlichste Land der Welt, ja, wo wir uns alle gegenseitig hochpushen, sondern hier ist der Status quo, ist ja erstmal, okay, du musst eigentlich ein Angestelltenverhältnis haben und die klassische Karriere machen. Das heißt, es ist ja schon immer noch ein bisschen Outlier. Und wenn man es dann halt immer noch, und das sehe ich leider auch viel zu häufig, ja, und es ist ja häufig auch der Fall, dass sich Mütter in der Elternzeit selbstständig machen. Das hat ja häufig von außen so der bessere Hobbycharakter. Also alleine da schon mal mit dem emotionalen Rucksack quasi zu starten, ist ja schon mal schwer, das dann, also sich das dann trotzdem zu machen. Und insofern finde ich, glaube ich, dieser Glaube an einen selber oder dieser Glaube von außen kann und alle gehen erstmal von dem aus, dass es wirklich möglich ist, weil der Glaube ja, warum auch nicht, ne? Also warum auch nicht? So ist das ja bei euch. Und das finde ich so, so stark, neben dem ganzen Inhaltlichen, was sie ja quasi in der Community dann auch noch gibt, von okay, ich fühle mich hier bestärkt, das ist wie so ein bisschen eine Batterie aufladen, ne? Ich gehe da immer wieder bestärkt quasi raus, ich ziehe Energie raus für mich, dass ich da weitermachen kann, finde ich so unglaublich wichtig. Das ist einfach so, so cool zu hören. Gehen wir nochmal auf die Herausforderungen ein. Wie ist es denn so als Mutter zu gründen? Herausfordern? Ich Ja. ja, ich glaube, dass was Tanja schon gesagt hat, ist ein Thema, was ein großes ist. Also dieses, jetzt macht sie so ein bisschen selbstständig, macht sie so ein bisschen Hobby. Das heißt, da nach außen hin klar zu sein und gleichzeitig aber auch nach innen. Also das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, dass wir selber unser Business ernst nehmen. Also, dass wir selber sagen, nein, es ist nicht nur ein Hobby, sondern ich mache das tatsächlich. Natürlich, weil es mir Spaß macht, aber auch um Geld zu verdienen. Und die größte Herausforderung, und das, glaube ich, haben wir alle selber erlebt, also ich zumindest am Anfang, ist die, wenn du dich selbstständig machst, häufiger aus dem Wunsch heraus, flexibler für die Familie da zu sein. Bei vielen kommt vielleicht noch eine unschöne ArbeitgeberInnen-Begegnung dazu, die dann gesagt hat, als Mutter bist du jetzt aber auch nichts mehr wert, dein Job ist weg, du kannst XY stattdessen machen oder auch gar nichts. Das heißt, da gibt es viele verwundete Seelen auch unter den Müttern, die dann sagen, okay, dann mache ich es eben auf meine Weise. Und dann sind wir in der Situation, dass wir meistens sehr kleine Kinder haben oder ein Kind.
und noch keine Aufträge. Also so ist es ja, wenn du startest, dass du in aller Regel keine Aufträge hast. Und umso wichtiger ist es aber, das eigene Business ernst zu nehmen und auch zu sehen, auch die Zeit, in der ich noch kein Geld verdiene, ist Business. Also es ist genauso, als wenn ich in Teilzeit 20 Stunden oder 30 Stunden bei einem Arbeitgeber, einer Arbeitgeberin arbeiten würde, dann würde ich da ja auch diese Zeit arbeiten, ja. Und was ganz oft passiert ist, wenn immer etwas mit der Familie ist, ein Kind ist krank, dass man dann sagt, na ja, ich bleibe zu Hause, ich habe ja noch keine Jobs, ja. Das sagt gegebenenfalls der Partner oder die Partnerin und das sagt man sich dann auch häufig selbst. Und das ist eigentlich der allergrößte Fehler, ja, weil wenn du immer zu Hause bleibst bei familiären Angelegenheiten, weil du denkst, du verdienst ja noch kein Geld, dann wirst du auch nie Geld verdienen. Also dieses am Anfang gerade zu sagen, das ist ein strategisches Investment, dass ich hier arbeite und vielleicht das andere Elternteil zu Hause bleibt, das angestellte Elternteil, und ich arbeite meine Stunden und steck das in Konzeption, in Akquise, was auch immer nötig ist, damit ich irgendwann Geld verdiene, ja. Und das kennen alle so ein bisschen. Und das war bei mir tatsächlich der entscheidende Faktor, dass ich irgendwann dieses Gespräch hatte mit meinem Mann und gesagt habe, ja, kann ich machen. Dann wird es sich aber auch nie ändern. Dann werde ich auch nie Aufträge haben. Ja, wir müssen uns hier reinteilen, wie das in der Elternschaft, Partnerschaft ja vielleicht auch angemessen ist. Ne? Ja, Das das ist. war Tanja, ja. Nee, Das es war für sind mich so mit das wichtige Größte. Verhandlungen, wie wir immer so schön sagen, Antje, ne? Die Verhandlungen am Küchentisch. Pardon. Das kann ich Genau. so, kann ich so, also es ist halt irgendwie logisch, ne? Aber trotzdem muss man sich das ins Gedächtnis rufen, dass es halt so ist und dass es halt nicht okay ist. Da immer quasi, okay, ist der einfachere Weg, ist irgendwie convenient in dem Moment, aber es ist halt natürlich eigentlich totale Fußfesseln, wenn man da nicht anfangen kann, ja. Ja, und ich glaube, eins, was du auch noch gesagt hast, also beziehungsweise was eigentlich implizit ist, ist so, es ist eigentlich eine Teilzeitgründung, ne? Also ich meine, es ist ja meistens, es ist, oder meistens zumindest, nicht, muss nicht so sein, aber meistens ist es dann ja in dem Fall, wenn das Kind da ist, eine Teilzeitgründung, was ja auch seine, also seine großen Vorteile hat, aber natürlich auch seine Challenges. Ja, das ist ja das, was Antje auch gerade schon sagte, ne? Dass andere Selbstständige ohne Kind oder Kinder eben ihre Zeit ganz anders einteilen können. Also ich habe auch so Timeslots von 3 bis 4, na sagen wir mal, ich habe Timeslots von 5 Stunden am Tag. Aber diese 5 Stunden am Tag, in denen muss ich auch noch ein paar andere Sachen machen. Ich kann ja jetzt nicht nur morgens direkt mich an meinen Schreibtisch setzen, sondern dann gibt es auch noch mal ein, zwei andere Dinge, die man organisieren muss. So. Und dann habe ich vielleicht 3 Stunden am Tag, die ich in mein Business stecken kann. Und ich bin jetzt ja auch gerade voll dabei, so einen Online-Kurs zu entwickeln. Und ich merke halt selber, wenn ich gerade mittendrin bin und ich habe richtig Bock, ne, und das fließt gerade so aus mir raus, dann, okay, es ist 13 Uhr, ich fahre dann mal los zur Schule, hole meinen Sohn wieder ab. Und dann bin ich wieder raus, dann bin ich wieder rausgebremst. Ne? Und das ist eben so das, was mich manchmal auch ein bisschen frustriert, dass ich nicht so im Fluss einmal alles einmal so weg habe. Ne? Das ist, finde ich, auch eine Herausforderung, mit der man auch, ja, mit der man leben kann, muss, das aber irgendwie auch, dann, wie soll ich das sagen, okay finden sollte, ne? Dass man dann eben nicht weitermachen kann. Habt ihr da, hast du da Techniken entwickelt, wie du das machst? Ja, die Techniken habe ich nicht. Ich suche mir meine Timeslots. Und was ich mittlerweile sehr, sehr gut beherrsche, ich weiß nicht, woher das kommt, dass ich dann, wenn ich wieder eine Stunde Zeit habe, dann sofort umklicke und dann bin ich hier wieder Business Tanja, sitzt an meinem Laptop und macht dann weiter. Also ich schiebe das einfach nur nach hinten ins Gehirn und ich kann so switchen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich bin so ein Switcher. Ja, das ist aber wahrscheinlich auch echt einfach antrainiert, ne? Einfach Das, über die ja, ich Zeit. mache es seit 8 Jahren, ne? Also vielleicht ist Ja, das auch genau. einfach. Ja. Ja. Was ich nicht mehr mache, ist ab 23 Uhr mich an den Schreibtisch zu setzen. Das habe ich eine Zeit lang wirklich gemacht. Gerade in der Corona-Zeit auch, ne? Wo hier den ganzen Tag jemand zu Hause gesessen hat. Das kann ich nicht mehr. Also das frisst so an meiner eigenen Gesundheit, dass ich mir gesagt habe, nee, mach ich nicht mehr. Was? Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, wenn ich das nochmal sagen darf, Matze. Noch ein Zusatz zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ja, was Mütter oft machen ist, sie kümmern sich dann um die kranken Kinder und um alle Familienangelegenheiten und dann denken sie, naja, ich habe ja jetzt auch gesagt, ich bin selbstständig, ich muss ja irgendwann arbeiten und dann arbeiten wir nachts und am Wochenende Ja. und das geht nicht. Also glaubt mir, ich habe es ausprobiert. Keine gute Idee. Also dann war irgendwann der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, nee, sorry, das funktioniert so nicht. Ich möchte bitte Arbeitszeiten wie andere Menschen auch, möglichst tagsüber. Ja, also eine Nachtschicht. Irgendwann legt man das vielleicht immer mal ein, bevor so ein Projekt live geht, aber das sollte nicht die Norm sein. Absolut. Weitere Herausforderungen, die ihr immer wieder seht.
Wir haben schon so viele Herausforderungen rausgehauen, ne? Antje, was haben wir denn noch für Ja. Herausforderungen? Ja, ich Bezahlung, glaube. das schlechte Gewissen vielleicht auch oft. Also ich habe es jetzt nicht mehr, weil mein Sohn ist 11, also der ist jetzt nicht mehr so ganz klein. Ich kenne es aber auch noch, dieses Gefühl des schlechten Gewissens, wenn man, also ich liebe meine Selbstständigkeit, ich liebe wirklich das, was ich mache, ich liebe meinen Sohn aber auch sehr. Und das war eben auch oft so ein bisschen so ein, setze ich mich jetzt zum Lego und baue etwas und verbringe Zeit mit ihm, weil die ist schön, oder gehe ich jetzt in mein Business, weil ich da gerade so Bock drauf habe. Also diese Balance fand ich auch manchmal, wie er noch kleiner gewesen ist, nicht so ganz einfach. Ja, ich glaube, dazu, also das ist ja auch was, was alle Mütter und Väter kennen, ja, dieses Arbeiten Kinder, das ist ja jetzt so ein großes Balance-Thema. Was auch noch schwierig ist, finde ich tatsächlich, wie du schon gesagt hast, die meisten gründen in Teilzeit. Und das ist ein Thema, was alle selbstständigen Menschen haben, was aber auf Müttern, finde ich, noch mal stärker herabfällt, wenn, oder auch Eltern in Teilzeit, ist, dass du als selbstständige Person einfach ja deine Sozialabgaben selber zahlen musst. Ja, also Krankenkasse, Rente, du musst dich kümmern. Und in dem Moment, wo du Teilzeit arbeitest, verdienst du natürlich, hast du auch kein Vollzeitgehalt. Und die Krankenkasse schlägt aber natürlich gnadenlos, macht dir die Hand auf. Das ist etwas, glaube ich, worüber wir uns sehr selten Gedanken machen, die meisten Menschen. Also ich glaube, am Anfang ist es auch gut, wenn ich am Anfang gewusst hätte, was ich irgendwann an Sozialleistungen zahlen muss, hätte ich nicht angefangen. Also ich finde, so ein blinder Fleck am Anfang ist in Ordnung. Irgendwann kommt dann aber der Zeitpunkt, wo du gucken musst, lohnt es sich, und lohnt es sich auch so, dass ich davon leben kann, wenn ich das muss. Es gibt ja auch Modelle, wo ganz klar ist, es gibt einen Hauptversorger, der ist auch für meine soziale Absicherung zuständig. Das funktioniert für einige Menschen, aber in dem Moment, wo du sagst, es ist tatsächlich ein Business, was mein Leben unterhalten soll, ja, dann musst du dir auch darüber Gedanken machen, und das ist in Teilzeit einfach ein anderer Schnack, weil weder Krankenkasse noch Rente fragt, ist das Teilzeit, sondern die sagen, okay, du bist selbstständig, also hast du Betrag XY abzuführen. Und das ist eine Herausforderung, die nicht ohne ist. Also da sind wir auch gerade, Tanja und ich, immer Ja. wieder am Reden, weil es sich gerade sehr stark umtreibt. Genau, das ist in jedem Fall eine Herausforderung. Ja, und ansonsten glaube ich, ist es schon oft so dieses Mutti-Business, ne? Ach, du bist, ach so, Mutti. Ja, Mutti macht sich selbstständig, alles klar. Also das begegnet einem doch häufig, finde ich. Ja, und ich kann mir auch gut vorstellen, um jetzt auch mal zum Thema Netzwerken zu kommen, dass es eben auch nicht für jede oder jeden so easy und einfach ist, auf Netzwerkveranstaltungen zu gehen. Wir sagen zwar immer, such dir ein Netzwerk, such dir deine Gruppe. Ich kann aber verstehen, dass es für viele eine große Hemmschwelle ist. Und das versuchen wir mit den Business Moms ja auch wirklich, diese Hemmschwelle zu nehmen, weil, und da kommen wir auf all diese Herausforderungen, weil über all das reden wir immer und immer wieder und versuchen dann auch gemeinsam Lösungen zu finden und, was eben auch so total gut und wichtig ist, auch ehrlich darüber zu reden. Ja, also ich finde es auch total wichtig als Selbstständige, und da kommen wir dann ja auch zu diesem Thema, was Antje gerade schon sagte mit den Sozialleistungen, einfach auch mal zu sagen, was gerade nicht so gut läuft. Ja, ihr müsst nicht immer, also die Sonne scheint mir auch nicht immer aus dem Hintern und es ist nicht immer alles schön und bunt, sondern es gibt Phasen, die sind richtig doof. Ja, und dann finde ich es eben unglaublich gut, dass ich weiß, dass eine Antje zum Beispiel da ist oder ein Matze, mit dem man einfach mal Tacheles reden kann. Und dann wird man wieder auf die Spur gebracht. Also, ne? Also auch akzeptieren, dass es nicht immer alles nur wut geht, sondern es geht halt in Wellen. Ne? Es geht rauf und runter und lasst uns diese Wellen gemeinsam reiten. Das finde ich unglaublich wichtig. Ja, wir kommen gleich nochmal auf die Community generell zu sprechen. Eine Frage habe ich noch, und zwar zwischendurch, bevor wir da hinkommen, ist, was sind denn die, warum sollte ich es da machen? Mich selbstständig machen. Ja. Das ist einfach Und vor allen toll. Dingen auch, und vor allen Dingen auch als Mutter. Naja, diese Flexibilität ist einfach, also wenn ich jetzt aus meinem Leben berichte, ist die Flexibilität für mich einfach das absolut Beste, was ich jemals erlebt habe, weil kein Arbeitgeber würde das, also meine Arbeitszeiten auffangen können, die ich ab und zu mal leisten kann. Also ich kann nicht jeden Tag 4, 5 Stunden arbeiten, sondern es gibt auch mal Tage, wo halt nur 1 oder 2 Stunden funktionieren. Und ich liebe diese Flexibilität einfach sehr. Und was ich auch sehr, sehr genieße, das seit 8 Jahren, ist dieses, wie soll ich das sagen? Ich kann nicht machen, was ich will, das meine ich nicht. Aber bin sehr flexibel in dem, was ich machen kann. Okay? Also ich genieße es einfach sehr. Ja, Antje, warum bist du selbstständig?
Ja, same reasons, würde ich sagen. Also was ich glaube, wir können das sagen, Tanja und ich, wir haben beide interessanterweise, war nicht so geplant, als wir uns zusammengefunden haben, ein autistisches Kind. Das heißt, wir haben nicht nur Vereinbarkeit, sondern ich sage immer liebevoll, wir haben Vereinbarkeit inklusiv oder Vereinbarkeit intensiv. Und das hat nochmal wirklich sehr, sehr starke zeitliche Restriktionen, ja, weil die Kinder einfach nicht immer fremd betreut werden können. Das hat alles Grenzen. Und da ist diese Flexibilität einfach ganz, ganz großartig, ja. Und mein Sohn hat Phasen, da geht es ihm einfach nicht gut. Und dann kann ich eben auch sagen, gut, ich habe langfristig Workshops, die sage ich selten ab, aber ich nehme weniger Coachings an. Also ich kann das wirklich relativ flexibel hoch und runterfahren. Das ist das eine, die Familienbedürfnisse. Und das andere ist aber einfach auch, ich liebe das einfach, das umzusetzen, was mir in den Kopf kommt. Und die Dinge so zu gestalten, wie sie auch in mein Leben passen. Ja, und da hat die Selbstständigkeit einfach eine Fülle an Möglichkeiten. Und das liebe ich sehr. Also mich selbst hat es, glaube ich, als Menschen viel offener gemacht. Ja, Sehr. dieses auch, also für die eigene Persönlichkeit, finde ich, ist das so ein Boost. Wenn du dranbleibst, du erkennst irgendwann, ich bin zwar selbstständig, ich kann Dinge aber nicht alleine machen. Wie viele Frauen kenne ich, die haben nie in ihrem Leben um Hilfe gefragt? Und in der Selbstständigkeit haben die irgendwann gemerkt, das ist nicht nur notwendig, sondern das ist auch ziemlich großartig, wenn du rausgehst und Hilfe fragst, weil du arbeitest zusammen, du lernst Dinge, die dir sonst wahrscheinlich nie über den Weg gelaufen wären. Also dieses wirklich als Mensch nochmal ganz anders wachsen, sich selber kennenlernen, das finde ich. Das wäre mir, glaube ich, ohne die Selbstständigkeit passiert. Absolut. Ist meine Vermutung, weiß ich nicht, aber. Das ist ja, also keine Ahnung, kann ich von mir auch behaupten, dass ich glaube, dass es für mich einfach, was die Persönlichkeitsentwicklung gibt, wahrscheinlich der beste Weg war, das auch zu machen. Und das aber, was ich glaube, oder ich frag's euch mal, glaubt ihr, dass das der Pfad möglich gewesen wäre im Angestelltenverhältnis? Nein. Okay. Das ist nämlich auch das, was ich auch immer höre, und ich glaube auch, also weil es ist so, ich habe interessanterweise, habe ich gerade vor diesem Webinar, haben wir ein Webinar gehabt für internationale Entrepreneurinnen. Und da haben wir diskutiert auch, dass wenn man quasi Migrationshintergrund hat, hat man häufig so dieses Glasdach. Ja? Und viele von den internationalen Entrepreneuren, das ist eigentlich die Selbstständigkeit, der einzige Weg, dieses Glasdach aus dem Weg zu räumen. Ja? Und das sehe ich ehrlich gesagt auch als Arbeitgeber. Dass immer noch quasi häufig dieses Glasdach da ist von du bist Mutter, du bist Teilzeit und es geht hier einfach dann halt auch nicht weiter. Ja. Und ich glaube, das hebt man mit der Selbstständigkeit komplett auf, weil das, und das ist auch so toll, wie ihr beide das macht, ne? Ihr geht halt eure Selbstständigkeit in eurer Geschwindigkeit. Ja. Und das ist mal mehr, mal weniger, aber ihr geht den Weg halt weiter. Und der Weg wird euch dahin führen, wo ihr ihn selber haben wollt, mit der Ambition, die ihr habt und die für euch mit eurer Familie halt auch einfach vereinbar ist. Und das, finde ich, ist so ein riesiger Vorteil von der Selbstständigkeit, was ich glaube, was im Angestelltenverhältnis eher schwierig umzusetzen ist. Also ich kann dir auch noch was zum Thema Wertschätzung sagen. Also die Wertschätzung, die ich in den letzten 8 Jahren von meinen Kunden, Kundinnen oder auch aus dem Netzwerk oder von meinem ganzen Umfeld bekomme, ist 5000-fach größer wie das, was ich in den Jahren meiner Teilzeit, also ich war nicht lange Teilzeit, ich war 2 Jahre Teilzeit angestellt, aber auch die Jahre davor noch Vollzeit angestellt ohne Kind. Also was ich so ziehe aus all diesem Feedback und was ich so bekomme, das ist so groß und das lässt einen so viel mehr strahlen. Also wenn ich das wirklich so bildlich darstellen könnte, war ich als Angestellte morgens immer so in der U-Bahn, schnell, 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 zack, zack, zack. Und Den jetzt Job machen, ne? Den ja, Job jetzt einfach bin nur ich den viel Job mehr machen, so, ja. weißt du, man muss um 9 Ja. Uhr im Büro sein und zack. Und jetzt ist es viel mehr so. Und ich weiß, wenn es mir nicht gut geht, dann weiß ich, mit wem ich sprechen kann oder muss. Und das dauert 15 Minuten Telefonat und ich bin wieder so. Und das ist eben das, was ich so schön auch finde. So, toll. Mega. Ja, gib mir das Herz auf. Also Ja. ist halt, also Schön. ist bei mir genau das Gleiche, ne? Und das ist einfach so, muss halt den ganzen anderen Kram von irgendwie dieses belächelt werden, muss man ja halt komplett ausblenden und dann darauf fokussieren. Und da kann man, glaube ich, unglaublich viel Kraft draus ziehen. Ja. Sagt gerade jemand im Chat, ich feiere euch gerade so sehr für dieses Webinar. Das freut uns sehr. Danke, Ina. Danke. Cool.
Cool. Ich würde doch noch mal ganz kurz auch noch mal auf das Thema Selbstvorsorge eingehen, dass ihr euch selber nicht verliert. Wie macht ihr das? Netzwerke. Nein, wirklich ernsthaft. Also ich habe eben auch durch diese Neurodivergenz meines Sohnes oder Antje ja auch also mit ihrem Sohn einfach lernen müssen, auf mich selber zu achten. Weil wenn ich das nicht tue und nicht da bin, dann gibt es hier ein ganz großes Problem. Und deswegen muss ich einfach gucken, dass ich mir ganz viele Ruhephasen nehme. Und es gibt tatsächlich auch Tage, in denen ich komplett einfach mal verschwinde und mal einen Saunatag einlege oder alleine an die Ostsee fahre und ab Strand laufe. Also ich muss das machen, sonst knallt es irgendwann durch. Ich weiß aber auch, dass man das machen können muss. Das ist nicht einfach. Es war auch kein leichter Weg, das einzufordern, zumal dann natürlich auch im Umfeld, ne, dann auch gesagt wird, so, ja, jetzt macht sie wieder so einen Tag frei. Ach, sie ist ja selbstständig. Naja, kann sie sich ja leisten. Das sieht ja super aus, ne? Ja, aber wenn ich das nicht mache, dann habe ich irgendwann echt richtig großes Problem. Und ich merke das halt auch oft manchmal so zum Jahresanfang, wenn alles so runterfährt und man selber so sich so ein bisschen sammelt, dass dann dieses Loch so kommt, in das man fällt. Und dann komme ich jetzt wieder zu meinem Netzwerken, weil das ist einfach wirklich mein Netz, in das ich dann falle, dass es dann eben Menschen gibt, die sagen, so komm, jetzt komm mal wieder hoch. Ich habe noch eine Idee für dich. Hast du nicht Lust, das und das mal zu machen? Und es ist für mich ein großer, ja, also einfach ein großer Benefit, diese Menschen um mich herum zu wissen. Und das ist vielleicht auch kein großer Kreis. Also wir sprechen jetzt nicht hier von einem Riesennetzwerk. Es gibt immer so eine kleine Bubble von Menschen. Da weiß ich nochmal, ich kann die anrufen und die holen mich da wieder hoch. Also es ist schon, also diese Pausen sind so, so wichtig. Nützt nichts. Was machst du, Antje? Ja, also bei uns, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, das Erste, was ich gemerkt habe, und ich glaube durchaus, dass das bei mir vielleicht früher kam als bei anderen Eltern, weil wir eben diese besondere Situation zu Hause haben mit meinem Sohn. Man sagt ja immer, der Krug geht so lange zum Wasser, bis er bricht. Wenn du so ein behindertes Kind hast, dann bricht der Krug sehr viel schneller. Das heißt, ich habe relativ schnell gemerkt, so funktioniert es nicht. Und wir haben wirklich zu Hause eine sehr, sehr gleichberechtigte Aufteilung. Also wir haben sehr viel gesprochen an diesem besagten Küchentisch. Und mein Mann hat irgendwann gemerkt, die meint es ernst. Und spätestens als dann wirklich auch die Aufträge rumkamen, haben wir uns sehr neu organisiert. Also wir haben wirklich eine 50-50-Aufteilung zu Hause mit Mental Load-Übergabe von sehr, sehr vielen Sachen. Das war für mich unglaublich wichtig, sonst wäre ich, glaube ich, mehrfach zusammengebrochen. Und du hast dann ja gesagt, das Netzwerk ist unglaublich wichtig. Also das ist einfach, wir haben ja als Selbstständige keine KollegInnen. Ja, also das in den meisten Fällen gründen wir als Solo-Selbstständige und dann gibt es eben niemanden, mit dem man sprechen kann. Deswegen rausgehen, für mich ist mache ich ehrlicherweise viel zu selten, aber ein gemeinsames Coffee-Date mit einer Kollegin aus dem Netzwerk ist für mich nicht, ich gehe Kaffee trinken, sondern das ist wirklich Psychohygiene und auch ich teile Dinge mit, die mir durch den Kopf gehen, ja, dass immer jemand anders die hört, auch beruflich. Also ich gehe ganz regelmäßig mit einer lieben Kollegin zusammen spazieren. Da sprechen wir natürlich über private Themen, aber wir sprechen auch über Business und das mache ich in meiner Arbeitszeit. Das mache ich nicht morgens, das mache ich nicht abends um 9, sondern das ist Teil meines Arbeitsalltags. Da wirklich zu sagen, na, auch wieder hier strategisches Investment, auch die Zeit, wo ich nicht direkt Geld verdiene, sondern wo ich mich um mich kümmere, ist super, super wichtig. Genau. Inka fragt gerade, wie pflegt ihr euer Netzwerk? Wöchentlich, sporadisch? Ja, ich glaube, wir haben das, Anja und ich, wir haben sozusagen die gute Situation, dass wir dieses Netzwerk ja leiten im Vorstand. Das heißt, wir sind schon allein qua unserer ehrenamtlichen Tätigkeit permanent dabei, Veranstaltungen zu organisieren. Meine anderen Netzwerke, die ich außerhalb des Business-Netzwerkes habe, ich habe natürlich auch Freunde und Freundinnen, die angestellt sind, die überhaupt nicht in dieser Welt zu Hause sind. Da habe ich tatsächlich, und das ist auch Selbstfürsorge, regelmäßig habe ich ein Freundinnenwochenende mit, also regelmäßig, das mache ich einmal im Jahr mit diesem Kreis. Da gibt es einen anderen Kreis, den ich regelmäßig treffe. Und da habe ich gelernt, plan das am Anfang des Jahres. Also wirklich die Dinge, die mir absolut wichtig sind, die werden am Anfang des Jahres geplant, weil wenn man das so kommen und gehen lässt, haben die Menschen keine Zeit. Und das ist genauso wichtig wie ein Business-Termin, ja, dass ich sage, okay, dieses Jahr möchte ich diese und diese Menschen sehen und dann werden Terminanfragen rausgehauen und dann wird das geplant. Genau. Und Anne was ich schreibt auch dazu noch auf, mache, ja. so,
Bitte. Ich mache noch einmal kurz zu Ende. Genau, was ich auch noch mache, das habe ich auch mit einem Mann erklärt, dass ich eine Woche im Jahr für mich alleine in den Urlaub fahre. Oder einfach, manchmal bin ich auch einfach nur zu Hause und sitze auf meiner Couch und genieße die Ruhe. Das ist auch noch Genau. Selbstfürsorge. Das mache ich auch und ich finde auch, und aber da kommen wir jetzt schon wieder zu anderen Themen, dass man auch dieses Alleinsein, das genieße ich sehr. Also ich bin total gern alleine, bin aber auch nicht einsam dabei und das brauche ich eben auch. Und das ist das Interessante, wenn ich dann auch mal, ich mache das genau wie Antje auch, dann eine ganze Woche nicht, aber auf jeden Fall fast eine Woche alleine irgendwo sein. Und dann komme ich, wenn ich zur Ruhe komme, auf so unfassbar gute Business-Ideen. Also das ist für mich immer wie so ein Runterfahren und dann kommt das andere so hoch, ne? Und das ist so, das finde ich toll. Also wer das kann und macht, der sollte das unbedingt mal ausprobieren. Großer Fan. Das mache ich auch regelmäßig, kann ich auch nur zustimmen. Anne schreibt noch, sehr gute Ansätze. Wir sind die Einzigen, die sich um uns am besten kümmern können. Self-Care für Mütter im Beruf ist essentiell, kein Nice to have. Liebe Grüße, Anne. Ja, das trifft es, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut. Ich hatte Genau. noch einen Hier Gedanken, den habe ich schreibt noch, jetzt. Ja. jemand, wie wichtig ist Ja. eine örtliche Abgrenzung? Das finde ich super wichtig. Also örtliche Abgrenzung kann ich vielleicht nochmal erzählen. Als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich damals gemerkt, ich kann das hier nicht zu Hause, ja, weil da liegt immer Wäsche rum, da liegen Legosteine auf dem Fußboden. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Und ich habe dann irgendwann erkannt, okay, wenn ich es ernst meine, ich brauche ein Büro. Und ich hatte damals auch noch keine Einnahmen oder sehr, sehr wenig. Also ich hatte Einnahmen, aber wenig. Und wusste aber, ich muss raus. Und was ich damals gemacht habe, ich bin in meinen Familien- und Freundeskreis angetreten und habe gesagt, passt mir, was ist bei uns die Situation? Ich meine es ernst mit der Selbstständigkeit. Gibt es jemanden, der mich unterstützt? Und ich habe tatsächlich das erste Jahr für mein Büro aus dem Crowdfunding die Miete bezahlt bekommen. Also das, ne, das meine ich in der Selbstständigkeit, du bist gezwungen, über dich selbst hinauszuwachsen. Und ich hätte früher nie um Hilfe gebeten. Das war einfach, das war in meiner DNA nicht vorgesehen. Und ich habe dann das war ein Büroarbeitsplatz in der Bürogemeinschaft, das war ein Doppelbüro. Und andere Menschen haben meine Miete bezahlt im ersten Jahr. Und ich kann euch sagen, nach dem ersten Jahr war das nicht mehr notwendig. Aber es war für mich wirklich ein super wichtiger Gamechanger, raus aus diesem häuslichen Umfeld, wo ich vor allen Dingen Mama bin. Das ist total gut, weil ich habe es nicht. Das seht ihr ja im Hintergrund. Ich bin hier zu Hause. Und es ist halt wie bei vielen Familien leider bei uns auch so, das ist immer die Mama. Ja, das Kind sucht was, das ist immer die Mama. Der Papa ist zwar auch da, aber es ist immer die Mama. Und das reißt mich doch auch oft raus. Also ich würde mir auch manchmal einen Beruf wünschen, Antje. Ja, finde ich cool. Das, was rauskommt, und jetzt egal ob Homeoffice quasi ja oder nein, aber man muss es ernst meinen und man muss es ernst nehmen und man muss es der Priorität geben. Man muss es Priorität geben, damit es auch überhaupt eine Chance auf Erfolg hat. Richtig? Das Absolut. ist ja quasi das, was, wenn ich euch jetzt auch, also ich meine, wir haben ja schon viel gesprochen, aber wenn ich euch jetzt auch einfach nochmal zuhöre, ist es eigentlich das Ding, was sich durchträgt, ist so, ja, und es ist auch sowas wie zum Beispiel und Netzwerken. Ja, die Zeit verbringen ist halt Arbeit, ja. Die kann ich nicht in Rechnung stellen, aber es ist halt überhaupt erstmal ein Enabler dafür, dass ich meiner Arbeit überhaupt nachkommen kann und dass ich auch gut abliefern kann, ja. Genauso wie die Ruhepausen eben auch, sonst bin ich halt nicht arbeitsfähig. Das ist übrigens was ich auch generell häufig, viel zu häufig sehe, ist, dass es, ja, man, dass, dass, wenn man das Unternehmen mal als abstraktes Unternehmen betrachtet, ja, und man nicht nur, also wir sind ja oder häufig als Solopreneure unterwegs, ja, aber sondern es ist immer mit der Person verbunden, aber es ist erstmal ein Business, ja. Und wenn ich das Business mal nebenhin stelle, dann verdient dieses Business eigentlich die beste Geschäftsführerin, die es hat. Und die muss ausgeschlafen sein, die muss die richtigen Arbeitstools haben, die muss Fokus haben, die muss die richtigen Ressourcen haben, damit sie überhaupt Aussicht auf Erfolg haben kann. Ansonsten kann dieses Business nicht funktionieren. Wenn man das so ein bisschen raustrennt und nicht sich in Personalunion, das sich überstülpt, sondern das ist das Ding, ja, das braucht halt auch seinen Care, damit es überhaupt leben kann und funktionieren kann. Das hilft als Gedankenexperiment, glaube ich, häufig ganz gut. Ja, und zumal auch einfach mal krank sein können. Ja. Ich erlebe das ja auch oft, dass sich Selbstständige da so durchschleppen, wenn sie dann zum Beispiel, nur angenommen, sie haben eine große Erkältung und es geht einfach nicht. Dann sei bitte auch krank. Und dann dauert es halt 4, 5 Tage und du schreibst dich selbst krank.
Es ist so. Also was bringt es dir, wenn du dich durchschleppst und das zieht sich 3 bis 4 Wochen und du fühlst dich 3 bis 4 Wochen mies? Nur noch mal so. Aus Auf eigener jeden Erfahrung. Fall. Vielleicht nochmal zum Abschluss, nochmal ganz konkret auf die Business Moms eingehend. Was bietet ihr? Und wie kann man bei euch mitmachen? Bei uns kann jede mitmachen, wirklich. Es gibt, wir sind kein Club, wir haben keine Mitgliedschaft. Wir sind ein ganz, ganz offenes Netzwerk. Einfach mal dazukommen. Bei uns gibt es regelmäßige Events. Die sehen ganz unterschiedlich aus. Es gibt ein Walk and Talk zum Beispiel. Das begleitet immer die Antje. Das ist total schön und fein. Da geht man einmal um die Alster und netzwerkt in so kleinen Speed-Dating-Runden. Also nichts für mich, weil ich kann nicht sprechen und gleichzeitig laufen. Das kann ich nicht. Aber Antje kann das ganz wunderbar. Wunderbar. So, das ist einmal an der frischen Luft. Dann gibt es aber auch Frühstücke, weil es gibt ja auch Business Moms, die gerne früh am Tag netzwerken. Das sind aber auch immer so ganz kleine, feine Runden, ne? Da sind wir so 10 bis 15 Frauen, damit man auch gut ins Gespräch kommt und dann toll in den Tag starten kann. Wir haben auch ganz kleine, feine Runden am Abend, ne? Das ist uns immer ganz wichtig, dass man auch ins Gespräch kommt und auch intensiv ins Gespräch kommt. Da haben wir dann manchmal auch so Impulsgeberinnen oder so Themen, die wir abhandeln oder behandeln wollen. Und dann kommt man über dieses Thema einfach toll ins Gespräch. Und das ist wirklich so. Ich habe es ja nun schon sehr, sehr oft erlebt, dass dann auch Frauen dabei sind, die noch nie dabei gewesen sind und rausgehen und sagen so, wow, ich hatte so einen tollen Abend und so ein tiefes Gespräch mit der und der und der. Also es ist wirklich so schön, ins Gespräch zu kommen. Wir machen aber auch ganz große Dinge, wie jetzt unsere Weihnachtsfeier, die findet morgen Abend statt. Da sind wir dann mal so 45 Frauen, die sich treffen und netzwerken. Und wir machen das ganze Jahr über verschiedene, ja, Angebote für unsere Business Moms. Und ja, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie sich der ganze Bums finanziert. Weil das haben wir ja irgendwann auch festgestellt, dass so ein Netzwerk, also wir haben viele Jahre privat da immer reingebuddert. Ja, also so eine eigene Website muss ja auch bezahlt werden, ne? Jimdo, hallo. Und ach, ich weiß es nicht. Es gibt da diverse Sachen, die man einfach mal bezahlen muss. Und wir haben irgendwann gesagt, das geht so nicht weiter, weil das können wir privat alles nicht mehr bezahlen. Und man kann bei uns freiwillige Supporterin werden. Also das ist schon mit 15 oder 15 € im Monat möglich, sodass man uns ja einfach die finanzielle Sicherheit gibt, das auch weitermachen zu können. Und dafür gibt es ganz viel Sichtbarkeit und jedes Jahr ein Weihnachtsgeschenk. Und einfach diese große, große Dankbarkeit und ganz viel Karma dafür, dass wir dieses Netzwerk anbieten können. Habe ich was vergessen, Antje? Was machen wir noch? Social Media. Wir machen An ganz viel Social Media. Veranstaltungen. Jetzt kommt der DHL-Bote. Das ist ja super. Egal. Ja, also wir haben auch ganz viel Sichtbarkeit auf Instagram. Also wir versuchen auch unseren Frauen, diese Frauen da wirklich in die Sichtbarkeit zu bringen. Ja, es gibt dann auch immer ganz viele, die ganz schüchtern sind und auch nicht so gern vor die Kamera gehen. Und ich sage, komm, wir machen mal ein Insta-Live, komm, wir machen jetzt mal einfach, mach doch einfach mal. Und die meisten sind dann das allererste Mal mit mir gemeinsam vor der Kamera und sind danach dann immer ganz beseelt und glücklich. So, und dann machen Beitrag. Und jeder hat ja sein Thema, ob das eine Suchmaschinenoptimierung ist oder ich weiß es nicht, Funnel, keine Ahnung. Und das zeigen wir dann einfach und bringen es im Newsletter. Und das ist einfach, ja, könnte ich stundenlang drüber reden. Oh, bremst mich bitte. Ja, vielleicht noch, ich weiß nicht, genau. Also wir Supporterinnen einfach, also wir freuen uns sehr über alle, die uns supporten, weil es wirklich einfach Kosten gibt. Ne? Also wir, die wir das machen, wir machen das natürlich ehrenamtlich. Also zahlt nicht unser Gehalt oder irgendwas, sondern es geht wirklich um technische Dinge wie Website, irgendwelche Devices, dass wir Rechnungen stellen können, wenn ihr für ein Event irgendwie was bei uns einkauft. Genau, darum geht es, dass das weiter gut funktionieren kann. Und ja, was ich noch ganz wichtig finde, wir haben diesen Spruch, come as you are. Also ich erlebe es immer wieder, dass für Menschen, die mich schon sehr lange kennen, die sagen, oh, ich würde ja auch immer mal so gerne bei euch vorbeikommen, aber Netzwerken, da habe ich ja, gehen ja bei mir irgendwie alle Zäune hoch, so nach dem Motto, das habe ich aus meiner Unternehmensvergangenheit als schrecklich in Erinnerung, steife Events, wo ich irgendwie verkleidet ankommen muss. Bei uns ist nichts steif, es ist total entspannt, komm in der Bluse, wenn du dich wohlfühlst, komm in der Jogginghose, wenn du dich wohlfühlst, ist das alles in Ordnung und erlaubt und so. Und ja, hatte neulich auch einen Walk and Talk mit ganz vielen neuen Business Moms, die einfach auch so angetan waren, dass
wir echt so sind wie auf Social Media. Tanja immer rüberkommt, einfach sehr herzlich, sehr offen. Und ja, es vor allen Dingen wirklich darum geht, miteinander in Verbindung zu gehen. Und das finde ich ist auch immer noch mal ganz wichtig. Wir haben es, glaube ich, dass es Menschen gab, die sind zum ersten Event gekommen und haben erstmal als erstes ihre Visitenkarten verteilt. Und wo wir waren, weil es geht nicht darum, beim ersten Event irgendwas zu verkaufen und auch nicht beim zweiten, sondern es geht darum, und ein Trainer hat mal zu mir gesagt, Verkaufstrainer, Menschen kaufen keine Produkte, sondern Menschen kaufen von Menschen. Und darum geht es. Es geht immer um den Menschen und um die Menschen und darum, miteinander in Verbindung zu gehen. Und meistens kommt das Business irgendwann. Aber erst geht es darum, sich mit den Menschen vor Ort zu connecten und zu sagen, wer bist du, wer bin ich, Gemeinsamkeiten zu finden, sich sympathisch zu finden. Und dann kann was entstehen. Und ich glaube, das können wir auch sagen, Tanja, aus unserem Netzwerk sind auch schon einfach ganz, ganz viele tolle Dinge, auch auf Business-Ebene entstanden. Aber erst kamen die Menschen und dann kam das Business. Es ist So. halt immer wichtig, sich die Geschichten zu erzählen, weil wir haben alle eine Geschichte, ja, eine Vergangenheit, eine Gegenwart und wir haben Ideen für die Zukunft. Und das ist ja bei den Business Moms eben auch so schön, dass wir sehr schnell dazu kommen, uns unsere Geschichten zu erzählen. Vielleicht anders wie in anderen Lebenssituationen, wo man erstmal so aneinander rumschleicht und versucht, sich kennenzulernen. Nein, wir gehen da gleich ganz tief rein. Und das ist ja, was ich immer sage, erzähl mir deine Geschichte bitte, weil dann weiß ich, wer du bist und was du machst und dann bleibst du auch in meinem Kopf hängen. Und dann kann ich dich auch ein halbes Jahr später empfehlen und sagen, oh, ich kenne eine gute Grafikdesignerin. Ich weiß, wer das ist. Und das ist ja auch der Punkt, warum wir regional netzwerken, warum es uns nur in Hamburg gibt, weil wir einfach diese Connection, diese Verbindung, die wollen wir einfach haben. Ja, also wir waren auch schon mal in Berlin, das war ein super Ausflug, wir haben es Klassenausflug genannt, wir hatten eine super Zeit und da auch ganz tolle Kontakte mitgenommen, aber wir wollen einfach dieses kleine, heimelige hier in Hamburg uns bewahren und das ist eben das, was ich sehr, sehr schätze und sehr schön finde, diese Willkommenskultur, die wir einfach haben und das wird uns ja auch ganz oft gespiegelt, dass wir es wirklich schaffen, diese Frauen willkommen zu heißen und ich sage ja immer wieder, wenn du kommst, ist es schön. Und dann kommst du ein halbes Jahr nicht, dann komm doch danach bitte gerne wieder. Und es ist alles genau so. Und wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Also keiner, der sagt so, wo warst du denn jetzt das letzte halbe Jahr? Ist doch egal. Ich komm einfach wieder. Mega. Also. Oh, danke. Einfach wirklich schön. Ich wollte euch noch zu euren Highlights fragen, aber ihr habt das beide gerade schon so schön eingewoben. Wirklich ganz großartig. Geben kann ich logischerweise nur ans Herz legen. Business Aber ich Moms, kann dir ein, einzelne zwei Business Highlights Moms. nennen, ohne Namen zu nennen. Es gibt, wie Antje auch schon gerade sagte, Business Moms, die sich über unser Netzwerk kennengelernt haben und die jetzt, also ich weiß von einem, von zwei Business Moms, die jetzt ein eigenes Business gegründet haben, gemeinsam. Und ich weiß eben auch von vielen anderen, die super gut miteinander arbeiten. Die sich einfach, und ich bekomme dann immer so Fotos auf Instagram, ne, wo wir dann immer verteckt werden und dann steht da, hey, danke Business Moms, wir haben uns über euch kennengelernt und wir machen jetzt hier das und das. Und das ist für mich das Allerschönste, kriege ich Gänsehaut, finde ich toll. Mega. Großartig, ne? Ja, wirklich großartig. Super schön. Vielen Dank euch beiden schon mal. Aber jetzt nochmal zur noch Fragen und Antworten. Habt ihr noch Fragen und Antworten an Antje und Tanja? Habt ihr die Antworten? Haben die beiden natürlich, aber die Fragen. Ich habe viele Fragen. Olga, ich kenne Tanja aus dem Jimdo-Interview und bin sehr dankbar darüber, dass es das Netzwerk gibt. Ich hatte letztens ein Problem mit dem Buchhaltungsprogramm und sie hat mir einen wichtigen Tipp gegeben. Danke, dass ihr euch für das Netzwerken so einsetzt. Keine Frage, aber Olga, immer gern. herzlichen Dank. Ja, aber das ist es halt auch, dass man sich einfach, hey, wenn da mal eine Frage kommt und man kann die schnell beantworten, dann macht man das. Also es ist doch ganz logisch. Ich habe das Ja. gesehen und gedacht, das weiß ich, komm, da antworte ich jetzt schnell drauf. Ist doch super. Schnelle Hilfe. Cool. Es sind erstmal keine weiteren Fragen da. Aber, oh, Moment. Das hätte ich fast vergessen. Wenn ihr mit den beiden in Kontakt treten wollt, haben wir was vorbereitet. Eine Sekunde. Und zwar haben wir QR-Codes, wo ihr den beiden folgen könnt. Und auch den Business Moms. Business Moms haben wir nicht, aber das reichen wir dann. Das werden die beiden dann auf ihrem Kanal machen. Ich share mal ganz kurz meinen Screen. Da ist es. Seht ihr, ne? Ja, hier sind die QR-Codes von Antje und
von Tanja und auch nochmal meiner und der von Jimdo. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass ihr ordentlich was mitnehmen konntet, dass es euch inspiriert hat und ihr hoffentlich jetzt auch ganz beschwingt noch weiter diesen Tag und diese Woche weitermachen könnt. Wünschen euch alles, alles Liebe und Gute. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch jederzeit an uns wenden. Herzlichen Dank und bis bald. Ja, bis bald. Bald. Macht's gut. Danke euch. Ciao. Schön. Danke. Tschüss. Tschüss. Hallo? Tippitoppi. Fertig? Lief Vorbei? doch mega smooth. Nichts mehr zu sehen? Okay, wenn wir was trinken. Genau, wir sind Mann, ey, man hat immer so ja viel zu unter erzählen. uns. Wie ist es euch ergangen? Jetzt wieder. Gut. Ja, voll gut. Lief doch rund, oder? Kannst du? Was denkst du? Mega. Es ist einfach ein Fluss. Also es ging auch aneinander über. Herrlich. Also ich glaube, und das Feedback war ja auch super. Also, es hat eben noch jemand geschrieben. Herzlichen Dank. Super gut. Super gut. Jetzt waren auch, es waren, glaube ich, gut 20 TeilnehmerInnen dabei. Ein bisschen 18 mehr am vielleicht. Peak. 18, 18 im Peak. Bei mir wurden 20 angezeigt. Ja, mit uns, die werden da immer mit Ach so, reingerechnet. okay. Aber die sind auch alle geblieben. Also ist keiner abgesprungen, was immer ein gutes Zeichen ist. Insofern. Das ist gut. Krass, hatten sich nicht 50 angemeldet? Naja, Mhm. Ja, es Notfalls. ist bei den Webinars, das ist so eine relativ hohe No-Show. Also wir hatten auch für das eine, wir haben ChatGPT gemacht, das hatte die meisten einmal und glaube ich 130 Anmeldungen, waren glaube ich 70 Leute da, also es ist fast 50% kommen nicht. Okay. Naja, Ja, muss genau. man. Aber wir packen es nochmal bei YouTube, ne? Auch auf meinen Kanal, dann können wir es da auch nochmal, also werden wir es auch nochmal promoten. Genau. Ach, Das ich wurde hier schon gerade geteilt. so schön, macht es echt. Also, wir sind ja heute Abend auch auf dem Event, auf eurer Feier, aber da werden wir ja wahrscheinlich kurz mal Hallo und zack und weg, ne? Freue Deswegen, mich. ich freue mich auch schon sehr, sehr, sehr auf heute Abend. Ja, wird richtig gut. Es ist Ich einfach, freue mich das so, echt, klingt ist so. so, ich freue mich so toll drauf, könnt ihr euch Es gar nicht ist, vorstellen. ja, nee, kann ich mir auch gut vorstellen, weil ich finde das so, also ich bin schon ganz, weil Lien sagte eben gerade 130 Anmeldungen. Ich finde das ist für mich schon wieder so, ich freue mich Hammer. auf so viele Geschichten heute Abend schon wieder. Ich habe so Bock. Ja, cool. Ja. Ja, freue ich mich. Ich Ja. freue mich, dass ihr dabei seid. Wird super. Ja, vielen Dank für die Einladung. Also Ja, ich freue mich unbedingt. auch, das ist so, weil für uns ist das nämlich natürlich ein Event, wo wir auch mal netzwerken können, weil wir, wenn wir auf unseren Events sind, natürlich immer in Charge sind. Also das ist schön, aber du bist in einer anderen Rolle unterwegs und ich merke, dass ich zu wenig solche Events habe wie heute Abend, wo ich einfach eine bin, die da ist, weil sie gerne netzwerkt. Das freut mich voll. Ja, Also cool. Ich vielen freue mich Dank auch für schon die jetzt drauf. Einladung. Ja, wird nett. Cool, dann bis nachher. Gut. Vielen Später. Dank, Lien, auch für die gute Sehr, sehr gerne. Betreuung und Bis bis später. heute Abend. Jo. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.